Lockeres Aufspielen mitten im Grünen. Die Tischtennisplatten im Welfengarten in Hannover werden an diesem Abend schon fleißig benutzt von Teilnehmern des Programms Sport im Park. Paschk Keter von der Landeshauptstadt Hannover erklärt mir heute mal, warum diese Initiative im öffentlichen Raum sich auf die Fahne geschrieben hat, im Idealfall alle Bürger von Ende Mai bis Anfang September fit zu machen. Paschk, seit einigen Tagen ist es jetzt in Hannover soweit, der Sport im Park geht wieder los. Erzähl ein paar Worte dazu, was genau ist das Sport im Park? Sport im Park ist halt eine Maßnahme, die wir seit 5 Jahren hier in der Landeshauptstadt Hannover durchführen. Wir versuchen also allen Menschen irgendwie eine Möglichkeit zu geben, sich sportlich zu betätigen in den Sommermonaten. Das heißt also, du hast gesagt, allen Menschen, da ist für jeden was dabei. Wie viele Angebote gibt es das und an wen richtet sich das? Also wir haben in diesem Jahr enorm viele Angebote. Es sind ca. 1300 Angebote, die kostenlos in der Stadt angeboten werden. 1300? 1300. Wir richten das wirklich an alle, versuchen das Ganze dementsprechend so offen zu halten oder zu gestalten, dass immer für Kinder Angebote dabei sind, für Frauen, aber auch für Menschen, die jetzt kein Obdach haben. Wir versuchen wirklich für jeden irgendwie so ein Sport- und Bewegungsangebot irgendwie zu ermöglichen. Und die Anmeldung ist denkbar unkompliziert. Einfach mit Namen und E-Mail-Adresse bei Sport im Park für den Kurs, der einen interessiert, registrieren und schon kann losgesportelt werden. Das machen wir jetzt auch. Ran an den Schläger bei der Tischtennisgruppe Plattentanz. Henry, die ersten Bälle haben wir eben schon zusammengeschlagen. Warum Tischtennis? Warum habt ihr euch bei Plattentanz für Tischtennis entschieden? Das war eigentlich aus der Not geboren in Corona-Zeiten. Haben wir gemerkt, dass es ein Mittel ist, mit dem wir Menschen verbinden können, an der frischen Luft, mit genügend Abstand. Und auch eine Sportart, die jeder schon mal betrieben hat. So ist es uns sehr leicht gefallen, mit dem Plattentanz eine lose Sportgruppe zu entwickeln, die Spaß an der Bewegung und an der frischen Luft hat. Und da kommt euch Sport im Park wahrscheinlich ganz gelegen, sonst wärt ihr ja nicht dabei. Ja, genau. Also mit der Stadt Hannover haben wir die Möglichkeit, hier im öffentlichen Bereich im Park einen Sportkurs anzubieten, Menschen zusammenzubringen und das Tischtennis auch wieder so ein bisschen zu kultivieren und unter die Menschen zu bringen. Es wird riesig angenommen und bei diesen Bedingungen macht es auf jeden Fall allen, die hier sind, Spaß. Bevor mein Besuch hier endet, spiele ich mit Henry noch ein paar Bälle gegen die Platzhirsche der Gruppe, Jan und Jakob. Und da sie das Tempo etwas drosseln, kommen sogar ein paar ordentliche Ballwechsel zustande. Die zahlreichen Kurse wie hier werden übrigens von Sportvereinen, sozialen Einrichtungen oder auch selbstständigen Kursleitern angeboten. Und trotz schmalen Budgets kann die Stadt die Kosten übernehmen und die Kurse daher für jedermann kostenfrei anbieten. Aha! Ja, die meisten Fehler landen leider bei mir, aber warm bin ich jetzt. Sport im Park bedeutet ja auch, man kann sich aus vielen, vielen Sportarten aussuchen, was man so alles machen kann. Und deswegen probiere ich jetzt noch eine zweite Sportart aus. Die zwar ruhiger aussieht als Tischtennis, aber sehr viel auf Kraft und Körperspannung setzt, das sogenannte Power-Yoga. Gleicher Abend, eine Stunde später, andere Location, andere Sportart. Aber das ist auch das, was Sport im Park ausmacht. Richtig, wir versuchen quasi die Sportangebote in der Stadt ein bisschen zu verteilen, damit das Ganze auch ein bisschen quartiersnah ist. Natürlich haben wir hier in Herrenhäuser Gärten eine wunderbare Ortschaft, wo wir dann auch so einen Hotspot haben, wo auch viele Kurse gleichzeitig stattfinden. Und heute sind wir beim Power-Yoga, probiere ich da mal aus. Ja, warm geworden durchs Tischtennis bin ich ja schon so ein bisschen, aber ich glaube, das wird jetzt noch ein bisschen verstärkt im Power-Yoga. Sophia, was genau ist das? Was erwartet mich da? Ja, Power-Yoga ist halt eine Form des Yogas. Also es geht hier verstärkt um die Kräftigung und auch um Halteübungen. Also wir fokussieren hier noch den Fitnessfaktor so ein bisschen. Ist das denn was für jedermann oder sollte man schon gewisse Yoga-Vorkenntnisse mitbringen, die ich natürlich nicht habe? Nee, das Gute bei Sport im Park ist halt, dass jeder kommen kann und jeder sollte auch kommen. Also es können Anfänger hier starten und erstmal reinschnuppern, wie ist Yoga überhaupt? Ist Power-Yoga mein Yoga-Typ oder Yoga-Style? Und alle, die schon fortgeschritten sind, die können natürlich in jeder Übung noch ein bisschen mehr aufblühen. Die können viel kraftvoller hier fließen und die suchen dann hier die Herausforderung und finden sie auch. Dann suche ich mal mit und meine müden Geräten kommen tatsächlich schnell in Schweiß. Denn was so leicht aussieht, daran muss sich ein Anfänger wie ich erstmal gewöhnen. Strecken, den Po noch ein bisschen nach oben zu bringen, genau, auch hier in den Schultern noch gerade eine Linie bis nach oben, ein bisschen mit den Füßen hier rankommen, dann kannst du auch ein bisschen höher strecken, genau, sehr schön, okay. Die Arme gehen nach oben, Fingerspitzen sind auch auf Spannung, wir halten hier ganz aktiv, ich halte sehr aktiv, super, ja. So soll das sein. Durch die Kombination von verschiedenen Posen, welche dann zu dynamischen Bewegungsabläufen verbunden werden, sollen mit der richtigen Atemtechnik Körper und Geist trainiert und gestärkt werden. Und das kommt an. Das Wetter passt, ist natürlich perfekt.
Und ich habe Yoga tatsächlich vorher noch nie gemacht, daher ist es für mich auch eine Herausforderung gewesen, wie Yoga so funktioniert, vor allem Power-Yoga. Also ja, es macht einfach Spaß, dass es draußen ist. Also Sport im Park, daran gefällt mir besonders, dass wir hier an der freien Luft sind, an der Natur, dass das Ganze auch noch kostenlos ist, man spontan alles mal ausprobieren kann. Ich habe Yoga noch nie zuvor gemacht, das war jetzt das erste Mal letzte Woche und das war echt interessant. Und weil ich hier hingegangen bin, weil es draußen ist, das Wetter passt und ja, mal ausprobiert. Und das ist umsonst, das ist auch noch irgendwie auch noch mal ein Faktor. Und so endet mein Abend in den Parks Hannovers mit Körperspannung und vielleicht auch ein wenig gestärkt. Das war's für heute. Oh, Sport im Park, ein, wie ich finde, tolles Angebot der Landeshauptstadt Hannover. Bis Ende September über 1300 verschiedene Sportangebote. Und wir haben es gehört, über 50 verschiedene Sportarten an der Zahl. Und alle kostenlos. Vielleicht auch was für Sie. In diesem Sinne ein schönes und sportliches Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Dieses Video ist vorbei, aber wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, zum Beispiel von mir, dann bleibt auf unserem YouTube-Kanal. Also abonnieren, liken oder einen Kommentar dalassen. Viel Spaß!